Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur und nachdem wir jetzt Knarsch den Arsch aufgerissen haben, zum Schluss noch einen Troll gekillt haben, joa, gehen wir jetzt mal zu Nirralim und dann kümmern wir uns um die restlichen Trolle. Ist ja glaube ich nur noch eine, wenn ich richtig lieg. Kappe der Lähmung. Da ist noch Gold, was man alles so findet. So, mal auf die Karte gucken. Da müssten wir richtig sein. Gut. Dann ist ja schön. Gut. Meine ich eigentlich hätten wir schon entdeckt, aber egal. So, kommen da jetzt auch wieder irgendwelche. Oh, da wird es ein bisschen wieder Bogarts. Und Orca. Orca. Ach, die heißen so. Das war die gar nicht, wo wir gebraucht haben. Jetzt hat mich schon wieder verrissen. Mann, ich glaube, ich gewöhne mich langsam an Sterben. Ja. Gut. Ach, da hoch geht's, glaube ich. Bin mir gar nicht darunter gemusst, oder? Weiß es nicht. Ich guck mal. Ja, hätten wir gar nicht darunter gemusst. Okay. Ist so umständlich, wenn es auch einfach geht, ne? Jo. Sind wir auch gleich da. Mal sehen, was der Schönes für uns hat. Oder was er uns erzählt jetzt. Ist das schön hier. So friedlich. Ja. Dann müssten wir da sein, ne? Ja. Jetzt sind wir jetzt wieder bei den freundlichen Blumen. Freundin. Oh, richtig gediegen jetzt. Aber was ich mich gerade frage, ich habe ja diesen komischen Negativeffekt. Vielleicht gibt es ja in Gorhard oder so einen Heiler oder so, wo mir diese negative Kacke da runternehmen kann. Müssen wir mal gucken. Oder vielleicht irgendeinen Trank. Vielleicht habe ich auch irgendeinen Trank im Inventar. Jetzt reden wir auf jeden Fall mal mit Nirralim. Ihr seid zurück und hinterlasst ein blühendes Dalentat. Der Fluss wurde umgeleitet. Jetzt und für alle Zeiten. Gnarschs Brut wurde bezwungen. Ihr habt zerstört, was geschrieben war, und Dalentat ein neues Schicksal beschert. Selbst eure düstersten Verbündeten beschreiten einen helleren Pfad. Und doch breiten sich die Tuata noch immer aus und bringen den Prismeer und Leid mit sich. Ihr habt unseren Untergang lediglich hinausgezögert. Ja, könnt ihr mir helfen? Ich habe euch bereits vieles gegeben.
Nun müsst ihr verstehen, was ihr erhalten habt. Wisst eines, Schnelllebiger. Die Zeiten ändern sich. Unsterbliche scheiden dahin und die Zukunft gehört den jungen Völkern. So es denn eine Zukunft geben wird. Geht und sucht das Herz des Sida auf. Dort werdet ihr Ysa finden und vielleicht auch Weisheit. Okay. Möge euer Weg lang und stets grün sein. In Siede meditieren. Okay. Wo ist das? Ah, da oben. Okay. Können wir da schnell reisen? Ja. Da reisen wir doch mal schnell hin. Werfen noch mal einen Blick auf die Karte. Ja. Ah, ich gehe da mal rein. Vielleicht kann man da reingehen. Ja, auf jeden Fall gibt es da wieder ein Quest. Willkommen, Fremder. Servus. Willkommen in unserem sicheren Hafen im Siede. Ich bin Sitrik Worm. Mein Bruder Ahaus und ich bieten jedem Reisenden Hilfe, der sie benötigt. Ihr seht tüchtiger aus als die meisten unserer Besucher. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich kann nicht helfen. Mehrere Besucher aus der Türe haben berichtet, dass sie von Wichten überfallen wurden. Ungewöhnlich. Die Wichte des Siede sind nicht sonderlich aggressiv. Sie leben zurückgezogen und greifen nur an, wenn man sich ihnen nähert. Wenn tatsächlich eine Gruppe von Wichtenreisende überfällt, müssen diese Monster besiegt werden. Ich kümmere mich um sie. Wie immer. Gut. Ich sorge dafür, dass ihr für eure Mühen belohnt werdet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Wichte so aggressiv sind. Sehr ungewöhnlich. Was soll ich noch mal für euch tun? Wenn tatsächlich eine Horde Wichte Reisende überfällt, müsst ihr dem ein Ende setzen. Folgt dem Weg nach der Türe im südlichen Siede. Findet die Wichte. Beseitigt sie. Okay. Gute Jagd. Ja. Hopp. Was will der? Nun denn, es ist immer eine Freude, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr seid der Reisende, auf den ich warte, richtig? Wollen wir dann zum Geschäft kommen? Ja, ich wurde kürzlich vom Sternlager bezüglich des Verkaufs der Dolche kontaktiert, für deren Beschaffung ich im Übrigen beträchtliche Risiken und Kosten auf mich genommen habe. Ich denke, es ist deshalb nur fair, wenn ich die Abmachung ein wenig ändere. Ich will die volle Summe im Voraus. Dann lasse ich euch wissen, wo ihr die Dolche finden könnt. Da das nun geklärt ist, könnt ihr mich jetzt einfach bezahlen und die Sache ist erledigt. Ich kann sie auch umbringen. 44% weiß ich nicht. Ach komm. Moment mal, was ist das? Ihr bezahlt also tatsächlich... Ich meine, es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich habe die Dolche im Siede versteckt. Oben im Tresor liegt eine Karte, die euch zu ihnen führen wird. Und mit diesem Schlüssel kommt ihr an die Karte. Okay. Sie sind im Siede verborgen. Der Schlüssel, den ihr mir abgekauft habt, öffnet meine Truhe im oberen Stock. Und darin findet ihr die Karte, die euch zu den Dolchen führen wird. Okay. Gehabt euch wohl. Jo, sieh. Gut, oben. Oben, ach, da ist auch noch einer. Den fragen wir auch gerade mal. Willkommen in unserer Herberge. Ich bin Ahaus Worm. Es überrascht mich, dass ihr es alleine bis hierher geschafft habt. Der Siede ist ein gefährlicher Ort.
Luca Soren, die arme Seele im nächsten Zimmer. Hier ist es weniger gut ergangen. Was ist mit ihm ihr geschehen? Sie wurde von einem Borka angefallen. Das allein ist gewöhnlich schon tödlich. Sie hat sich mit letzter Not hergeschleppt, bevor sie das Bewusstsein verlor. Und als wäre das noch nicht genug, reagiert sie recht ungewöhnlich auf das eigentlich harmlose Gift der Borka. Das Einzige, was sie retten kann, ist eine seltene Pflanze, die im Siede wächst. Aber ich kann sie nicht besorgen. Ja, ich besorg's für euch die Pflanze. Wirklich? Ja. Wenn euch das gelingt, werde ich euch belohnen, so gut ich kann. Ich habe gehört, dass Glutstrunk an fließenden, sprühenden Gewässern wächst. Ihr solltet also versuchen, dem Fluss nach Norden zu folgen. Ich dachte, ich hätte dort einst das Rauschen eines Wasserfalls gehört, aber ich bin nicht weit genug gegangen, um es herauszufinden. Der Siede, wisst ihr? Wo war die Pflanze nochmal? Glutstrunk soll an fließendem, sprühendem Wasser wachsen. Folgt dem Fluss in den nördlichen Siede. Ich bin sicher, ich habe dort in der Ferne einen Wasserfall gehört. Okay. Dann eben ein andermal. So, jetzt müssen wir irgendwo hoch und die Karte holen. Oh Gott. Ja, stimmt. Eine Krippe. Guten Tag. Servus. Geht's denn da hoch? Ah, da geht's hoch. Okay. Ich will jetzt nicht plündern. Du hast Ruhe. Okay. Okay. Gut, dann haben wir das. Schlafen können wir hier in dem Spiel nicht. So. Dann gehen wir da mal raus. Schauen nochmal auf die Karte. Genau, weil wir sollen ja hier oben meditieren. Gut, habe ich mich vorbeigeschlichen. Sind wir noch richtig? Ja. Oh, der ist ja ganz strudel. Mit Elfen. Das jetzt, ja? Juwelenbesetzter Armreif. Okay, dann nehmen wir den noch mit. Man, ja. Was hat die Schönes? Gut, nehmen wir auch mit. Müssen wir irgendwo hier hoch. Da hinten ist wieder eine verfluchte Truhe. Da irgendwie rüber, ne? Glaub schon. Und da kann ich da runterhüpfen? Nee. Okay. Dann müssen wir halt
Da hinten runterlaufen. Wird schon irgendwie einen Weg geben. Da hinten lang. Okay, die Gärten von Isa haben wir schon mal betreten. Gut. Oh, schöne Gegend anscheinend. Gut, dann gehen wir da runter. Bin ich mal gespannt, was der jetzt erzählt. Ah, endlich seid ihr hier. Willkommen in den Gärten von Ysa, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feienlande. Ich weiß, ihr hattet gehofft, mit dem Hochkönig sprechen zu können. Doch unsere Seher spüren eine Gefahr, die euch folgt. Wir können natürlich nicht zulassen, dass derartige Bedrohungen den obersten Hof erreichen. Vielleicht, wenn ihr eure unerledigten Angelegenheiten geklärt habt. Ah, das heißt Ysa, okay. Hochkönig Titarion ist der Herr der Sommerfeien, der Ursprung all unserer Weisheit und der Erste unter den Unsterblichen. Und seit Gadflo tragischerweise den Hochkönig des Hofes des Winters ermordet hat, ist Titarion der größte und letzte wahre Anführer unseres Volkes. Okay. Der Hof des Sommers? Wir sind der Hof des Sommers. Die Verkörperung des Mutes, der Ehre und sämtlicher guter und stolzer Dinge. Einige wenige aus dem Hof des Winters würden uns in ihrem Neid wohl arrogant und selbstgerecht nennen und uns darüber hinaus mit zahllosen weiteren Beschimpfungen belegen. Doch vergesst nicht, während sie sich der Grausamkeit zuwandten, sind wir unseren Traditionen treu geblieben. In unseren Reihen finden die Tuata nur wenige Rekruten. Hey, der Hof des Winters? Zu viele Sterbliche missverstehen den Hof des Winters. Unsere kühlen Vettern sind nicht böse, sondern beschwören lediglich die dunkleren Wahrheiten der Natur herauf. Von der Feinsinnigkeit bis hin zum Verfall. Es mag verständlich sein, dass die Kinder des Staubs von jenen abgeschreckt werden, die ihren unausweichlichen Tod verkörpern. Und doch ist es bedauerlich, dass so viele missverstanden werden. Nyralim. Der Schößling des Weltenbaums enthält Jahrhunderte voller gewaltiger Weisheit. Doch bedauerlicherweise ist Nyralim trotz seiner Langlebigkeit natürlich immer noch sterblich. Und selbst die gewaltigste sterbliche Weisheit kann sich nicht mit den Einsichten messen, die wahre Alterslosigkeit gewährt. Ohne euch damit zu nahe treten zu wollen, natürlich. Ituata? Die Völker der Feien waren nicht immer von etwas derartig Grausamem wie den Tuata besudelt. Einst existierten die Höfe des Sommers und Winters in Harmonie miteinander. Doch Gadflo verdarb den Hof des Winters mit seinem Gerede von einem neuen Gott und aus diesem Gift erhoben sich die Tuata. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ysa. Es ist ein wahrhaftiger Ort der Wunder, so wie es schon immer war und auch immer sein wird. Hier entspringt der Lebensquell Dalentarz und fließt in allen Richtungen durch die Feienlande. Es ist ein Jammer, dass einige unserer Art in einen derart verkümmerten Zustand verfallen sind. Aber wir können ob ihrer Schwäche keine Tränen vergießen. Okay. Ist? Okay. If Agard in Deedon Hill, okay. Remis sprechen. Okay, auf Stufe 10 können wir die Legende vom Totenkell gehen. Gut,
Nebenquests. Gott. Ist zertrümmert. Oh Gott, ja. Kann ich mich noch dran erinnern? Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei der Hauptstory. Und machen die Nebenquests zum späteren Zeitpunkt. Beendet haben wir gerade mal 4 Stück. Orts. Gut. Jagd auf die Jäger. Gut. Dann würde ich sagen, klinken wir uns hier aus und treffen uns bei der nächsten Folge, wo wir dann wieder zu Agard gehen, nach Didenhill, glaube ich heißt's. Also bis dahin, bewahren einen kühlen Kopf. Tschüss.